zusammen wieder mal bei uns in der Küche. Heute haben wir wieder mal zusammen etwas Feines backen. Und zwar sind das Äpfelrosen aus Blätterteig. Und die sehen cool aus und sind einfach. Und wir haben wieder ganz einen tollen Gast bei uns in der Küche. Das ist Katrin, sie ist Foodbloggerin. Und ich stelle sie euch dann gleich vor. Sie ist eine tolle Food-Bloggerin. Sie macht extrem schöne Bilder für den Blog Cuisine, gell? Cuisine spreche ich sicher. Ja, genau, merci. Ja. Ja. Viel mitgegeben. Erzähl doch mal ein bisschen, was du sonst so machst. Ja, genau. Aber wie Food-Bloggerin mache ich gerne kochen, wenn ich dazukomme. Sehr gerne noch einfache Rezepte. Ich freue mich mega auf das, was wir heute machen, weil es sehr lecker klingt und ich glaube, es nicht allzu schwierig ist, hoffentlich. Nein, es ist wirklich einfach. Und es sieht cool aus. Also so. Ja, ja, es schafft es. Es sieht mega cool aus. Ich freue mich sehr. Ja. Sehr schön. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen gerade mal an. Ja, was wir dafür brauchen, ist eigentlich ganz einfach. Einerseits Äpfel, also für einen Blätterteig, eine bis zwei je nach Grösse, eine halbe Zitrone für unser Wasser, ein Becken voll Wasser, dann Zucker, Gumpfi, da kann man Gumpfi nehmen, was man möchte. Wir haben hier eine kleine Auswahl. Den Puderzucker zum Schluss bestreuen und Blätterteig, ganz wichtig. Das Erste, was wir machen, ist Äpfel schneiden. Und die Rosen, also die sieht man überall ein bisschen im Internet und es gibt eine Krux. Also sie sind wirklich einfach zu machen, aber man muss schauen, dass sie wirklich durch sind am Schluss. Das heisst, einerseits muss man schauen, dass die Äpfel wirklich ganz fein geschnitten sind. Und andererseits, dass nachher der Blätterteig schön fein und gewaltig ist. Und ich glaube, jetzt legen wir mal los. Genau, willst du mir sagen, wie? Ja, ich glaube, die Äpfel müssen wir mal zuerst halbieren. Dann müssen wir das Bötschi. Grötschi. Grötschi. Im Bär. Ja, im Bärfleisch sagen wir Grötschi. Im Grötschi. Ja, ein Grötschi. Genau, das ist ja in der Schweiz, glaube ich, überall. Man kann also auch wieder Anschnitt vom Brot. Das ist, glaube ich, so. Wie sagen Sie denn? Mürkel. Mürkel. Schatz, hast du das mal gehört? Mürkel, ne? Ja, Mürkel, Mürkel und Gröbschi. Und wie sagt ihr? Der Porschnitt. Der Asch. Also ganz unsexy. Oder Ahau, sage ich auch. Ahau, ja genau. Stimmt, das kann man sagen. Stimmt, Ahau. Das ist eine von meiner Lieblingsfrüchte. Aber wirklich? Das ist gerne ein Pfund. Du hast gesagt, eben zwei Öpfel Längen für zwei Blätterblätter. Ja, also wir machen heute einen Blätterteig. Das gibt okay. Rund 7 oder 8, je nachdem wie man es ausschneidet, so Äpfeltürtchen. Ja. Und es braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr als einen Äpfel. Okay. Genau, darum schneiden wir jetzt einfach mal zwei, ja. Dann haben wir sicher genug. Die fein geschnittenen Äpfel, die kommen nachher in ein Becken voll Wasser. Und da wird es noch etwas aufgeweicht und da ist noch halbe Zitrone drin, dass sie nicht zu fest drin werden. Weil das Ding ist, wir beugen die nachher so. Beugen. Ah, ja. Und wenn sie zu dick sind, dann brechen sie. Ja. Zwei Food-Bloggerinnen, was ist das für ein Äpfel? Ja, so eine Granny. Hey, es ist ein roter Äpfel. Ja, aber dann nimmt doch die roten Äpfel das Trendy schön. Oder? Genau. Ja, genau, das genau. Kann man auch sagen. Weil wir machen ja Rösli. Und wenn du nachher einen roten Äpfel nimmst, wenn die Schale schön rot ist, dann sieht es auch nicht nach. Machen wir rote Rösli. Du bist schon ein bisschen geübter als ich. Ja, ich habe gestern schon ein bisschen geübt. Und vor allem musste ich erfahren, dass wenn sie wirklich zu dick schneiden, sie wirklich nicht geht. Gehen wir an Blätterteig. Wir haben das gekauft genommen. Ich meine, wir könnten das selber machen. Hast du mal selber? Nein. Ja. Hast du schon gemacht? Nein, aber ich habe gehört, es geht irgendwie 8 Stunden. Bis ja, aber es hat immer wieder Auslaufen. Ja, darum. Ja. Wir bleiben bei ihm. Ja, ja, ich bin auch immer schon. Am besten immer daheim, das kann man immer brauchen. Genau, ja. Blätterteig ist jetzt super, das kann man für Salzig und Süßes alles Mögliche brauchen. Und wir wählen jetzt den noch ein bisschen auswählen. So ein bisschen breite. Hast du Lust, zum Beispiel noch ein bisschen wählen? Und das machen wir, damit er eben dünner wird. Dass genau. Besser das ist gar das Problem. Mit Cuisine geht alles schnell. Genau. So mit Berner. Er in Zeit, du musst so in Zeitloop sein. Jetzt kommt Gumpfi drauf. Mhm. So ein bisschen süß muss es ja schon noch werden. Ja. So, was wäre dein Favorit?
Favorit? Ja, von der Farbe her wäre sicher rot, aber ich bin aber sehr Aprikose. So. Ich finde so die Kombination mit Apfel und Aprikose bin ich super. Aber dann machen wir Aprikose. Machen wir Aprikose. Sehr gut. Das wäre auch mein Favorit gewesen. Echt? Okay. Ja, den Adi fand ich, muss unbedingt Himbeer kaufen. Gell, Schatzi? Ja. Sorry. Nächstes Mal, wenn ich mache, mache ich mit ihm. Weil wir ja zwei Süße sind, tun wir da, das ist das Vanillezucker. Ah. Vanilleschote. Hast du das auch noch? Ja, also ich mache es ganz einfach, wenn ich Vanillestängel brauche, tue ich einfach immer den wieder drin. Und dann kommt es auch mehr so ein bisschen Vanillegeschmack hin. Das ist noch fein. 1,5 Löffel von Zucker und dann mischen wir das noch. Aprikose, Glombie. Wir schneiden das nachher so in Streifen und schauen, wie viel es wird. Vielleicht so, letztes Mal sind es bei mir 7 geworden pro Blätterteig. Ja. Kommt ein bisschen davon, wie fest dass man ausgefallen hat. Und ja, ich würde sagen, wir bestreichen jetzt mal den Teig mit unserer Füllung. Kommt es darauf an, wie viel, oder? Einfach so, dass alles ein bisschen gedeckt ist? Dass alles ein bisschen gedeckt ist, aber es sollte eben nicht zu viel sein, weil das Problem ist, wenn es zu viel Feuchtigkeit hat, ja, dann ist es schwierig, dass nachher der Teig am Schluss durch ist. So. Wunderbar! Cool. Das ist sehr gut. Ja, perfekt. Also wie breit muss es? Ja, so also etwa 5 cm. Ja. Damit es Handgelenk mal so in die... Ich nehme jetzt zusammen, ich sehe das so genau. Das ist mir so passend. Ja, meistens so. Ja. Wie gesunde Menschen. Genau. Man muss es nachher einfach zusammenklappen. Wir backen das nachher so Muffin-Förm rein. Mhm. Man könnte das so auf das Blech tun, aber dann ist halt ein bisschen Gefahr, dass es so umgeht. Ja, ja. So hält es schön zusammen. Und ich habe jetzt hier noch Förmchen drin, damit es nicht so klebt. Ich habe es schon mal ausprobiert und es klebt recht. Also wenn man es ohne Förmchen macht, geht auch. Aber dann muss man es wirklich gut mit Mehl und ja, mit dem Zucker und der Feuchtigkeit, das macht nicht. Genau, ja. Ja, ich glaube, jetzt gehen wir da mal an unsere Äpfel. Also die Äpfel, die legen wir jetzt so ein bisschen Jalousienartig eigentlich da drauf. Ja. Und jetzt ist eben wirklich wichtig, dass man so die Weichen nimmt. Wenn sie noch nicht weich genug sind, dann kann man es auch noch etwas länger im Wasser lassen. Ja. Wie lange hast du jetzt etwa eingeweicht? Oder was denkst du, ist gut? Ja, ich denke, es ist schon gut, wenn man es vielleicht eine halbe Stunde einweicht. Aber je dünner man es schneidet, desto weniger lang muss man es einweichen. Ah, ich habe übrigens den Trick gehört, wenn man eine Mikrowelle hat, dann kann man auch die Äpfel mit dem Wasser ein paar Minuten in die Mikrowelle tun. Ja. Und dann wäre es viel schneller weich. Ja, ja. Aber wir haben leider keine Mikrowelle. Ganz wichtig, jetzt klappen wir eigentlich den unteren Teil so drüber. Ja. Mhm. Das ist eigentlich wie er so eingepackt. Äpfel im Schlafen. Ja. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Jetzt merkt man dann, wenn die Äpfel noch nicht weich genug sind, jetzt müssen wir das so rollen. Es ist so der Effekt, wenn du es mitbringst, so, oh, wie hast du das gemacht? Ja, genau. Und so, ah. Das ist ganz schön. Wow. Das ist aber mega schön gekommen. Sehr schön. Das wäre dann das unser Rösli. Ja, du hast ja vorhin noch die gute Idee gehabt, dass wir es noch etwas karamellisieren, gell? Ja, ich habe es aber noch gerne, wenn man am Schluss einfach ein bisschen Zucker drüber tut, dann ist es noch im Backofen, gibt es so ein bisschen das Karamellige. Gibt es noch so ein bisschen etwas Spezielles. Wie viel würdest du jetzt da? Ja, also ich würde jetzt wirklich sogar, ich würde jetzt auch fast ein bisschen auf die Hand nehmen, das aber okay. Und dann wirklich mit zwei Fingern so ein bisschen drüber, und so ganz leicht. Okay. Es braucht wirklich nicht viel für den Effekt. Und es ist fast, ich finde es fast gäbiger von Hand zu machen, weil man das fast besser kann so steuern. Ja, unsere Äpfelrösli werden fertig soweit und kommen jetzt in den Ofen. Wir tun jetzt bei 180 Grad rund 45 Minuten in den Ofen. Am besten schauen wir immer wieder mal ein bisschen rein. Wichtig ist auch, dass die nicht schwarz werden oben. Das ist glaube ich der Trick, dass man noch eine Folie darüber legen kann. Ja, zuerst nach halber Backzeit oder so. Genau, am besten einfach ein bisschen beobachten. Ja, unsere Küchli sind aus dem Ofen. Yeah. Wir haben sie jetzt noch ein bisschen länger drin gelassen, 45 Minuten. Wir merken, dass der Teig noch ein bisschen teigig war. Ja. Und vielleicht wäre es besser, wenn man es noch ein bisschen heißer macht als 180 Grad. Das sind so ein bisschen unsere Learnings. Ja, und eben Teig sehr gut auswählen. Das ist sehr wichtig, dass wirklich der Teig schon drin ist. Gell? Genau, und du schreibst ja dir alles ins Rezept, das musst du gut nachlesen. Genau, ja. Und ich glaube, jetzt probieren wir mal. Ja, sehr gerne. Schmacken wir uns eins.
extra Röschen. Gut. So eine laufende Kamera, ich habe noch nicht gegessen. Das klingt gut. Mhm. Also fein ist es. Mhm. Mega fein. Und das mit dem Karamellisieren oben drüber ist eben glaub, schon eine gute Idee. Mhm. Es ist wirklich so fruchtig und gleich. Und es ist nicht süß. So extrem süß. Nein, nicht stimmt. Aber es hat noch so die fruchtige Note. Mhm. Und sie sehen wirklich sehr herzig aus, da unsere Rösli. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke vielmals, dass ihr das mal wieder dabei gewesen seid. Und schaut doch unbedingt mal bei der Katrin vorbei. Sie macht nicht nur wunderschöne Food-Fotos, sondern ist auch sonst Fotografin. Und ja, geht doch unten in die Infobox schauen, ihren Food-Blog und auch ihre Fotografie-Seite. Wie heisst sie? David and Katrin. Genau. Ist unten in die Infobox verlinkt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns die Daumen hoch, würde uns riesig freuen. Ja. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Merci. It's not the same, not anymore. Hey, ne? Ja, also. Ich will noch ein bisschen versuchen. Ich kann es nicht noch ein bisschen eingestochen. Das hat eben persönliche Noten. Also, das Öpfelkirchen ist persönlich.